gewarnt hat sie, die Bundeskanzlerin, in ihrer Neujahrsansprache, vor Menschen mit Hass im Herzen, die in Dresden auf die Straße gehen. Die Pegida-Schelte der Kanzlerin ist ein platter Angriff auf eine junge Bewegung, die Zuwanderung und Flüchtlinge auf ihr Banner geschrieben hat. Doch die Mehrheit derer, die mitmarschieren auch in anderen Städten, wird von viel mehr umgetrieben als nur von einer Furcht vor der Veränderung ihrer Kultur. In Dresden und anderswo marschieren Tausende mit, die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit, stark nierende Löhne, eskalierende Schulden und eine schleichende Enteignung durch Minizinsen befürchten und beklagen, dazu grassierende organisierte Gewalt, eine abgehobene politische Kaste und eine marodierende Finanzindustrie, die auch 6 Jahre nach der Finanzkrise ihren verheerenden Einfluss auf Politik und manipulierte Wechselkurse, Zinsen und Rohstoffpreise kein bisschen verloren hat. Im Gegenteil, wie die jüngsten Turbulenzen an den Kapitalmärkten beweisen. Die Milliardenstrafen gegen große Banken sind seit 6 Jahren höher als das, was die verruchten Geldhäuser an ihre Aktionäre ausschütten. Pegida ist kein Braunhemdenverein. Es ist eine bunte und im Auftreten sogar dilettantische Bewegung, die zum Beispiel auch im 3. Monat noch an der Beschallung ihrer Veranstaltungen arbeitet. Aber in der Merkel-Republik ist sie mangels Alternativen derzeit die einzige Straßenbühne, auf der unzufriedene Bürger Wut und Protest artikulieren können. Daher ist sie zu einem Sammelbecken geworden. Aber das wird von den Massenmedien nach wie vor völlig ignoriert. Dass es in der Republik so breiten Protest gibt, ist die Schuld der politischen Kaste, die undifferenziert aber quer durch das Spektrum der Parteien auf die Bewegung eindrischt. Die Teilnehmer der Großen Koalition in Berlin haben sich auf das Parlament und die öffentliche Diskussion gesetzt wie eine Krake, die alles abdeckt und keine Opposition mehr zulässt. Vom linken bis zum rechten Rand reicht ihr Einfluss, und alle sitzen sie gleichzeitig an den Hebeln der Macht. Man muss schon grübeln, wenn man herausfinden will, wo die ernstzunehmende Opposition, die eine Demokratie wie unsere braucht, geblieben ist. Gelegentlich entsteht der Eindruck, dass Satire-Sendungen die letzte Bastion sind, und dazu eine Infoquelle, die besser ist als so manches Leitmedium. Die Massenmedien, die das, was Regierung, Parteien und Parlament tun, transparent machen und erklären sollten, zeigen eine erbärmliche Leistung. Sie schreiben an ihrem Publikum vorbei. Die äußeren Zeichen dieses Versagens sind einbrechende Auflagezahlen und kollabierende Reichweiten sowie rekordhohe Beschwerdezahlen beim Presserat und eine wahre Flut von aufgebrachten, leider auch wüst beleidigenden Kommentaren in Internetforen. Hinzu kommt die wachsende Zahl von Webseiten, auf denen Inhalte, Berichte, Kommentare und Sendungen des Mainstreams kritisch unter die Lupe genommen und inzwischen täglich als Fehlleistungen entlarvt werden. Das Publikum begehrt gegen die etablierten Medien auf. Es ist besonders wütend auf die Leitmedien, weil diese ihre letzte Hoffnung sind, wenn es darum geht, mit der abgehobenen politischen Kaste wieder besser ins Gespräch zu kommen und gehört zu werden. Die Einsicht in dieses Versagen hält sich bei den gescholtenen Medien sehr in Grenzen. Und das facht die Wut noch weiter an. Dieser Fehler des als Lügenpresse gescholtenen Mainstreams, der seinen Informationsauftrag nur noch äußerst mangelhaft erfüllt, ist aber lediglich ein Treiber, der hilft, Pegida immer mehr Teilnehmer zu bescheren. Wenn Bild-Chef Kai Diekmann sich hinstellt und dem Tagesspiegel sagt, es gebe keine Medienverdrossenheit, dann ist das nicht nur eine große Dummheit. Das Statement gilt allen Zeitungslesern auch als brisante Warnung, wenn auflagenführende Blätter so wichtige und so offensichtliche Entwicklungen wie die Unzufriedenheit des Publikums mit den Massenmedien derart falsch einschätzen, wie verlässlich und wahrhaftig ist dann ihre Berichterstattung? Den größten Fehler macht allerdings Angela Merkel selbst. Wer auf die einzige Protestbewegung in Deutschland dieser Tage derart eindrischt, macht einen schweren taktischen Fehler. Merkel hilft nicht nur, noch mehr der Leute auf die Straße zu treiben, die sie offenbar verabscheut oder fürchtet. Sie hat auch noch im rechten Teil des politischen Spektrums eine Diskussion angeheizt,
die ihre eigenen strategischen Fehler offenlegt. Unter Merkel hat die CDU Mehrheiten so weit links ihres eigenen Parteischwerpunkts gesucht, dass sie rechts eine Flanke geöffnet hat. In diese ist bislang ohne durchbrechenden Erfolg die AfD gestoßen. Das war zwar schon vor Pegida. Doch jetzt beginnt die AfD ihre Fühler in Richtung Pegida auszustrecken. In dieser Woche treffen sich die sächsische AfD-Fraktion und ihre Vorsitzende Frauke Petry mit Vertretern der Protestbewegung. Sollten die Protestler weiter Zulauf erhalten, wozu die Kanzlerin beiträgt, ohne es zu wollen, dann könnte sich hier eine stärkere Kraft rechts der Union zusammenbrauen. Das macht zuerst die CSU nervös, weshalb diese bekanntlich einen Vorstoß für ein schärferes Asylgesetz unternimmt. Der kleine Bruder der CDU ist auch die Quelle einer Diskussion, die Merkel 2015 noch einiges Kopfzerbrechen bereiten dürfte. Zuerst kritisierte Ex-Minister Friedrich die Kanzlerin, sie trage eine Mitschuld am bisherigen Erfolg der Pegida. Und dann war da noch Entwicklungsminister Müller. Der überwiegende Teil derer, die bei Pegida demonstrieren, sind keine Rassisten, sagte er vor wenigen Tagen. Damit liegt er näher an der Wahrheit als die Kanzlerin. Und er trägt zu einer neuen Richtungsdebatte bei, die die Union in diesem Jahr schwer beschäftigen könnte. Selbst wenn sich in den kommenden Monaten eine öffentliche Debatte ergeben würde, die eine klar abgesteckte und verbindlich eingehaltene Asylpolitik hervorbringen würde, dann hätte die Kanzlerin immer noch Schaden angerichtet. Denn wenn das politische Establishment allen voran die Chefin der Regierung derart auf friedliche Demonstranten eindrischt, ohne sich inhaltlich mit deren Forderungen auseinanderzusetzen, verstärkt sie den ebenfalls bei Pegida-Märschen vorhandenen Eindruck, dass im Parteienkartell der Merkel-Republik vom Wahlvolk kaum noch etwas verändert werden kann. Je stärker dieser Eindruck, desto fruchtbarer der Nährboden für wirklich Radikale in dieser Republik. Dass es davon bedenklich viele gibt, belegen ungezählte Kommentare in diversen Blogs,